Hallo und herzlich willkommen, liebe Seebären, hier zurück bei einer neuen Folge von Transocean, The Shipping Company. In der letzten Folge, ich mache erstmal auf Play, in der letzten Folge haben wir ja diesen gigantischen Auftrag geschafft, den uns unsere Föhnfrisur hier an Land gezogen hat. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was wir noch brauchen, um endlich Tycoon zu werden. Wir müssen noch 14 Firmenaufträge bewerkstelligen. Wir haben etwas über 1 Milliarde auf dem Konto. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir müssen noch 3 Häfen anfahren. Es dürften hier diese kleinen Winzhäfen sein. Und wir brauchen noch 4 New Panamaxe. Okay. Dann gucken wir doch gleich mal, was ist hier so am Start mit den Firmenverträgen. Müssen wir mal wieder gucken, ob das nicht hier wieder um einen halben Globus geht. Also, ich meine, es ist ja jetzt eigentlich vollkommen Wurst, ne? Weil es geht ja hier wirklich nur die Anzahl zu schaffen und nicht jetzt irgendwelche großen Vorgaben. Ihr versteht, was ich meine. Das geht doch wieder nicht mit. Doch, geht mit großen Schiffen auch. Ich meine, der war ja jetzt hier gar nicht schlecht, ne? 18 Millionen, aber ist auch von, ich glaube, Manila. Doch, da kommen wir auch mit den großen Pötten rein. Santos nach Manila. Wo war das denn? Santos? Ja, ist gut. Und Manila muss doch hier irgendwo sein, oder? Da ist Manila. Santos, Manila. Naja, nu. Wäre möglich. Wäre durchaus... Achso, jetzt müssen wir ja erstmal gucken. Erstmal anlegen. Ja, ist ja gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie unsere Schiffe denn alle so aussehen. Ach, Herr Jemini, was rattert denn hier alles durch? Nicht, dass wir nämlich jetzt erstmal hier die Schiffe auch wieder reparieren müssen. Wir gucken mal, der hat ja noch einen weiteren Auftrag mit dabei nach Valencia. Elektronik nach Valencia. Oh, hier ist noch was für Valencia mit dabei. Können wir... Ja, schade. Ja, nehmen wir doch den noch mit. So, ablegen. Und in Valencia können wir den Pott dann mal reparieren. 8 Tage brauchen wir bis dahin. Wunderbar. Was haben wir jetzt hier noch für ein Schiff? Wirst du gerade repariert? Santa Ana wird gerade repariert, genau. Ja, okay. Ich gucke jetzt nämlich erstmal, wie meine Schiffe so aussehen. Also... Gut, 97% ist eigentlich ganz okay. Okay, wir könnten dann ja wirklich mal den hier annehmen von wo ist er denn? Da, Santos nach Manila. Haben wir 1 Jahr Zeit. Den nehmen wir mal an. Krickel, krakel. So. So. Santos nach Manila und zwar Kaffee. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas nach Santos kriegen. Natürlich nicht. Wir sind mal echt wie verhext in dem Fall dann. Da kriegst du ja dann komischerweise nie irgendwelche Aufträge. So. Einmal tanken. Dann fahren, gucken wir auch, ob wir hier irgendwas nach Santos kriegen. Natürlich nicht. 25 Tage. Naja, machen wir hier ein bisschen schneller. Beordern wir erstmal unsere Flotte quasi in den Hafen, wo die... Huch. Wo ist los? Meine Güte, ey. Hallo. Ja, immer dieses Gerupe da. So, Hack und Wurst hat sich jetzt nicht ganz so gelohnt. Wir haben was nach Jebel Ali für 1 Million. Naja, nun lohnt sich nun auch nicht so wirklich. Fahr mal dahin, Junge. So, das ist einer unserer großen Pötte. Ähm,
Da kannst du auch gerne direkt nach Santos fahren. Jo. Wird eine Leerfahrt. Machen wir hier ein bisschen Ballett. So. Wo bist du jetzt? Krass, haben wir schon 1,1 Milliarden. Okay, der ist erstmal raus mit 45%. Den lasse ich reparieren. Das ist mir nix. Die Erdbeerkäse, das Schiff mit unserem dem stolzesten Namen. So, Auftragsliste. Wir brauchen Kaffee. Nach Manila. Nehmen wir den. Jo, nehmen wir den. Und nehmen wir den. Nehmen wir den. Ha, das geht ja gar nicht. Nehmen wir den und nehmen wir den. Das fängt ja schon mal gut an. Alle drei sind für Manila. Ja, fahr mal ruhig los. Hier liegt jetzt noch... Wer liegt denn da? Die Gorch Fock. Fahrt, meine Schiffe, fahrt. So. Du siehst ganz gut aus. Gibt's was für Santos? Irgendwie ist der schon wieder so ein bisschen am Ruckeln hier. Jetzt bloß, weil zwei Schiffe jetzt da liegen, oder was? Santos, guck an. Kunststoff und Textilgüter. Nehmen wir die doch einfach mal mit. So, machen wir hier ein bisschen... Ja, das ist zu wenig, ne? Genau. Machen wir so. Wunderbar. Ja, kommen wir noch genau an. So... Ist auch keine Terminfracht, von daher passt das. Achso. Hä, wieso? Ach, okay. Da lag noch ein Schiff. Das erklärt natürlich sofort diese gigantische Ruckelei. Manchmal ist das Spiel wirklich sehr seltsam, aber darüber habe ich ja schon das öftere Mal referiert. Dann nehmen wir den auch noch mit und machen uns auf den Weg nach Chantorch. Okay, hier liegt noch die Gorch Fock. Und die Bounty liegt auch noch hier. Meine Güte, ey, was ist denn hier alles los? Gibt's noch was für Santos? Ich vermute nicht. Warum liegen denn hier alle Schiffe vor Anker? Ab nach Santos mit dir. So, jetzt sind sie alle auf dem Weg. 233 Millionen hat sie sich abgeknapst. Kann man ja mal machen. Ist ja nicht so wild. Meine Güte, die schafft uns nochmal, die Alte. So, Manila haben wir hier. Kaffee, Peng, das war's schon. Jo, dann rüber nach Manila. Manila, Vanilla. So, dann ist hier der nächste. Kaffeedampfer im wahrsten Sinne des Wortes am Start. Manila. Nehmen wir dich. Diesmal achte ich auch wirklich auf die Toys und nicht wieder auf irgendwas anderes. Also diesen Auftrag werden wir sicherlich sehr locker schaffen. So, und die Gorch Fock ist auch wieder am Start. Da haben wir übrigens nebenbei mal so 18 Millionen gemacht. Für diese Fahrt, was natürlich schon ziemlich cool ist. Und wieder leer zurück. So, jetzt liegt hier noch jemand. Hast du was für Santos? Natürlich nicht. Aber dann fahr mal dahin. Ja, das passt. Das sollten wir ja wirklich ganz easy schaffen. Innerhalb eines Jahres diesen Auftrag. Zwei, hier den und den und den. Da kriegen wir richtig was mit jetzt hier. Ist auch alles Manila, sehr schön. Nicht wieder irgendwo anders hin in der Welt. Dann ist hier gleich noch jemand da. Achso, das war einer, der was mitnehmen konnte nach Santos.
Dö. Naja, warum nicht? Da haben wir doch schon wieder die Hälfte geschafft hier von unserem Auftrag. So wie es aussieht. Also jetzt mal übertrieben gesagt. 22, also hier 15 sind hängen geblieben. Das lohnt sich doch schon ziemlich. So, nach Santos gibt's wieder... Hey! Aber Raubkopien, nein, das machen wir nicht. Davon distanzieren wir uns. Wisst ihr ja. So, jetzt geht's hier wieder Schlag auf Schlag. Rin. Und Ware aufnehmen. Kriegen wir ja gut weit weg. Nach Manila. Mal gucken, wie viel wir jetzt schon haben. Wir haben jetzt, wir haben gerade mal 30 Tage gebraucht. Überlegt mal, gerade mal etwas über einen Monat und haben schon 54%. Das ist eine richtig geile Quote, würde ich mal sagen. Ach, die Notlösung. Okay. Mit der können wir versuchen, nochmal so einen kleinen Pizzelhafen anzufahren. Warte mal. Wir müssen ja hier noch irgendwie nach Honolulu. Wo liegt sie denn? Da liegt sie in Jebel Ali. Da müssen wir uns jetzt mal irgendwie hier rantasten, dass wir hier irgendwie den Hafen noch mitnehmen. Also Stanley, Honolulu und Vladivostok. Warum haben wir denn eigentlich Vladivostok noch gar nicht? Okay, wir gucken mal hier. Auftragsliste. Da gibt es ja irgendwie auch nichts dahin, wa? Hier noch nicht freigeschaltet, sagt er da. Noch nicht, wieso noch nicht freigeschaltet? Verstehe ich nicht. Brauche ich dazu erst noch mehr Schiffe oder wie? Achso, kriege ich die vielleicht? Ne, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ich müsste ja die Schiffe auf jeden Fall anfahren, die Häfen auf jeden Fall anfahren können. Auch wenn es jetzt hier noch größere Schiffe gibt. Hier ab dem Rang Tycoon dementsprechend. Und ich muss hier aber auch noch drei Häfen anfahren. Nee, sorry, falscher Knopf. Ich muss drei Häfen anfahren und das sind genau 1, 2, 3. Und da sagt er mir ja, dit, und da sagt er mir, okay, da zeigt er mir an, was die haben. Aber ich kann da nicht hinfahren. Muss ich vielleicht nochmal separat gucken, woran das liegen kann. Ja, reparier du dich erstmal hier. Kleiner Bananendampfer. So, was haben wir jetzt hier oben noch? Esmeralda. Die Esmeralda. Wir könnten eigentlich hier mal gucken, ob es hier für dich schon irgendwelche Firmenaufträge noch gibt, hier im hohen Norden. Ja, nee, ist klar. Hier ist Stockholm Fremantle, von ganz oben nach ganz unten quasi. Fremantle Port Said. Das sind ja auch alles nur so eine kleinen Pizzelschiffe. Von Lemchabang nach Durban. Haben wir auch ein Jahr Zeit. Ist auch gar nicht so weit. Den nehmen wir auch mal an. Ja, ja, mach mal. So, und dann fährst du mal nach Lemchabang. Fängst da schon mal an. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob es da noch Ware mit gibt oder so, aber ist mir jetzt auch egal. So, dann haben wir nämlich gleich noch den nächsten Firmenauftrag. Um dann da nahtlos quasi weiterzumachen. Bitte dich, bitte dich. Und bitte Dankeschön. So, Manila. Geht hier wieder wie Brezelbacken. So, du bist etwas leer gefahren. Oh, Antiquitäten nach Santos. Aber gerne doch. Nehmen wir mit. Schaffen wir auch. Schaffen wir auch locker. So. Ach, die Aufträge hier, die sind richtig fett. Also die lohnen sich wirklich sehr.
Santos? Nix Santos. So, Peng, fährst du rüber. Der nächste Dampfer noch da. Oh, wir haben es geschafft. Glückwunsch, weiter so. Wir haben also die Kaffee-Ding hier schon mal geschafft, das ist cool. Dann gucken wir doch jetzt mal, ob wir hier was nach Lemcha Bank kriegen. Was ich natürlich jetzt schon mal wieder komplett ausschließe. Ja. Deswegen fahren wir jetzt direkt rüber nach Lemcha Bank. So, und machen dann nämlich weiter mit dem anderen Auftrag. Und das gleiche machen wir mit dir. Erstmal voll tanken den Hobel. Nö, gibt natürlich nichts. Deswegen fährst du auch direkt nach Lemcha Bank. So, gib ihm. Wer bist du? Achso, du bist schon da. Ja, dann kannst du hier mal. Was wartet nach. Wartet nach Durban? Muss ja, wenn es hier so viel nach Durban gibt. Ja. Das sieht gut aus. Machen wir hier 3-1. 3-7. Fertig. So. Knigge die Knack und ab nach Durban. Ist jetzt auch nicht so weit, seht ihr, von hier, von da nach da. Also wunderbar, lässt sich schön schnell der Scheiß da hin und her schieben. Hier ist die Bounty, wir haben einen Riff voraus entdeckt. Natürlich umfahren, ich möchte ja meine Schiffe nicht verlieren. Auf den letzten Tropfen im Tank schleppt sie sich hier in den Hafen. Und kann auch gleich wieder stehenden Fuß. Warte, nicht genügend Treibstoff? The fuck? Nach Lemcha Bank fahren. So, hier ist die Bounty gefangen im Riff. Da ist jemand in. Achso, der letzte. Ja, wir sind auch gleich wieder bei einer Milliarde. Ja, bang, wir sind schon wieder bei einer Milliarde. So, haben wir was nach Lem. Nö, warum auch? Düsen wir da einmal rüber. Können wir auch volle Granate fahren. Achso, was ist eigentlich hier oben? Hier liegt auch noch einer Ewigkeiten rum. Das war nicht gut. Kostet alles bloß unnötig Geld. Firmenverträge. Gucken wir einfach nochmal rein. Das ist hier so ein Pisselhafen. Den können wir nicht. Das ist auch so ein kleiner Scheiß. Nö, mache ich nicht. Nee, will ich nicht. Nee. Will ich nicht. Gibt's nichts Schickes. Dann fährst du einfach auch mal nach Lemcha Bank. Dann bist du mal wieder hier ein bisschen im südlicheren Bereich. Achso, du liegst ja auch noch blöde rum. Kannst du nicht einfach mal nach 83 Tage. Krasser Scheiß. Fahr doch mal innerhalb von 85 Tagen rüber nach Buenos Aires. Mach mal. 85 Tage. Krass. Das Ding lässt sich so halb wahrscheinlich von der Strömung treiben. Wo bist du jetzt? Wo steht das da oben rechts? Lemcha Bank. So, dann einmal beladen nach Durban. Und auch gleich wieder raus aus dem Hafen. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Wer hupt? Ach da. Ist der erste in Durban. Ja, ist ja gut. So, gibt es was nach Lem? Nö. Und zurück. Jetzt wird es wahrscheinlich hier auf den letzten Metern zum Tycoon wirklich immer so ein bisschen sehr stark sich wiederholend. Und das ist mir ja leider auch schon aufgefallen, im Vorfeld halt schon, dass es ja wenig, wie soll ich sagen, wenig Motivation, mehr ist vielleicht das falsche Wort, wenig Anreiz gibt hier irgendwelche anderen Sachen. Oder das Spiel könnte ja auch ein bisschen reizvoller sein, dass es halt zum Beispiel, weiß nicht, nicht nur auf mehr Aufträge geht, auf mehr, auf Masse sozusagen, sondern irgendwelche Aufgaben dir noch stellt. Aber hier geht es wirklich nur darum, erfülle noch 20 Aufträge mehr, kauf dir noch ein paar Schiffe und dann bist du irgendwann Magnat. Also hätte man vielleicht noch ein bisschen verfeinern können. Oder vielleicht sogar auch im Nachhinein. Es gab ja jetzt zwei, soweit ich weiß, zwei große Updates, die rausgekommen sind. Wo halt viele Sachen, die auch von der Community bemängelt worden sind, dass die da halt vielleicht mit aufgenommen werden. Aber
bis jetzt leider noch nicht eingetreten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, inwieweit dieses Spiel überhaupt noch beachtet, möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine Rolle spielt. So bei in der breiten Masse glaube ich auch nicht wirklich viel. Mir fällt, apropos breite Masse, mir fällt gerade ein oder gerade auf, ich habe gar keinen Timer gestellt. Ich denke, ich habe leider jetzt überhaupt kein Zeitgefühl. Ich denke, wir sind aber auch schon über die 20 Minuten drüber. Deswegen mache ich jetzt hier mal kurz ein Päuschen und erkundige mich dann in der Zwischenzeit auch gerne mal nach den, wie was hier mit diesen drei Häfen hier noch auf sich hat, wie wir da rankommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao.